Ja, guten Morgen, liebe Rad- und Wanderfreunde. Heute geht es mal wieder um Naviki. Habe ich schon lange nichts mehr gemacht, aber ich habe erst Naviki eingeschaltet und habe gesehen, oh, meine Karten funktionieren gar nicht mehr. Kam eine Meldung, neues Update, man muss die Karten neu laden. Muss ich ehrlich gesagt sagen, hat mich ganz schön geärgert, denn ich habe nämlich so fast ganz Europa drauf gehabt. Und jetzt ist das ganze System anders. Warum, weshalb, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen geärgert und ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Es haben mir auch schon welche geschrieben und gefragt, was da los ist. Ich kann es auch nicht sagen. Ich benutze Naviki nur, ich bin dafür nicht verantwortlich. Insofern, aber ich will jetzt heute das mal ein bisschen testen, will mal gucken, wie das funktioniert. Habe jetzt mal ein paar Karten runtergeladen und zeige euch auch gleich mal, wie das funktioniert, wie man die Karten runterlädt, und dann probieren wir einfach mal aus, was so anders ist. Ich weiß es selber auch noch nicht. Jetzt schauen wir erst mal, wie man die Karten runterlädt. Also ich habe Naviki jetzt mal aufgemacht hier und dann müssen wir in die Einstellungen mal und da müssen wir auf die Offline-Karten. Offline-Karten muss man ja kaufen, die habe ich ja gekauft. Also das heißt, auch nach dem Update gilt es noch, aber ich muss die Offline-Karten dann runterladen. So, dann schauen wir mal. Kartenausschnitte herunterladen, genau hier. Und dann Europa, nur die habe ich gekauft. So, und jetzt haben wir hier ganz Europa. Und hier, wo der Punkt ist, bin ich jetzt quasi gerade. Und da können wir jetzt reinzoomen. Und diese vier Ausschnitte hier, hier um Straßburg, Stuttgart, da bin ich ja gerade. Das habe ich jetzt quasi schon runtergeladen. Wenn ich jetzt mehr runterladen will, muss ich nur, sagt er, dass man möglichst wenig runterladen soll wegen der Performance. Finde ich auch nicht sagen nicht, aber ist halt so. Und jetzt tut man quasi die auswählen, wo man noch runterladen will, und so kann man sich ganz Europa quasi runterladen. Was passiert, wenn man dann alle Karten wieder drauf hat, ob das dann langsam wird, weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt hier am Bodensee will, hier ist der Bodensee, dann müsste ich quasi die hier runterladen und dann wäre ich so ringsrum um den Bodensee. Aber das Kartenladen dauert ziemlich lange, wie ich festgestellt habe. Deswegen machen wir die jetzt wieder weg. Und dann werden wir einfach mal eine Route planen. So, das also zu den Offline-Karten. Aber ich will ja heute Fahrrad fahren. Das heißt, ich werde eine Route planen. Gehe vom aktuellen Ort, dann gebe ich ein Ziel ein. Und Ziel nehme ich Ort suchen. Dann suchen wir mal Freudenstadt. Frutenhof Freudenstadt bin ich, das brauche ich nicht. Freudenstadt, Stadt in Baden-Württemberg. So, fahren tue ich Alltag. Und dann gehen wir auf Berechnen. Jetzt bin ich mal auf die Karte gespannt. Die braucht eine Weile. So, ihr seht, Campingplätze habe ich eingeben, dass ich die sehen will. Das kann man auch hier machen. Hier sind die verschiedenen Kartenstile, aber jetzt geschwind zu die Campingplätze. Hier Ort von Interesse. Da gibt es verschiedene Dinge. Und ich habe hier bei Unterkunft habe ich Camping angekreuzt, wie ihr seht. Dann sehe ich alle Campingplätze, die so auf meinem Weg liegen. Jetzt könnte ich zum Beispiel auch Dienste Handel. Ich könnte sagen, ich will Geschäfte anzeigen haben. So, und da Lebensmittel. Jetzt werde ich auch sehen, wo Lebensmittelläden sind. So, gehen wir wieder zurück. Und dann, wenn man die Route abfahren will, muss man hier oben auf dieses Dreieck, wo wie so ein Play-Button aussieht, gehen wir da drauf. So. Und jetzt muss ich dem Strichle nachfahren, wie wir es gewöhnt sind. Man kann sagen, dass ich die Karte immer ausrichten tut in Fahrtrichtung,
Und wenn man hier drauf geht, auf diesen kleinen Kompass, ist immer Norden quasi vorne. Dann bleibt die Karte so stehen und ist immer auf Norden gerichtet. Aber mir ist lieber, sie richtet sich in Fahrtrichtung aus. So, dann fahren wir mal los und unterwegs gucken wir uns die nächsten Dinge an. Also was ich schon festgestellt habe, die Karte hat mehr so ein bisschen dreidimensionalen Effekt jetzt. Also das heißt, man fliegt so mit so einem Dreieck über die Straße und sieht dann die Richtung, in die man fährt. Ja, jetzt stehe ich hier gerade wieder und ihr seht, wenn man steht, wird es ein kleiner Kreis wieder und ist nicht mehr so ein Dreieck. Und was mir aufgefallen ist, es gibt ja verschiedene Kartenstile, die tut man hier unten einstellen, geht man hier hin. Jetzt habe ich gerade Rückenwind drin und wenn wir jetzt hier Rückenwind Plus nehmen, dieses Rückenwind steht wahrscheinlich, dass man so sieht, dass man in Fahrtrichtung irgendwie steht, dass das so dreidimensional aussieht, vermute ich mal. Jetzt haben wir Rückenwind Plus, das heißt, da werden die Radwege mit angezeigt. Gehen wir wieder zurück auf die Karte. Schaut mal, ihr seht hier, das Lilane ist der Schwarzwald-Höhenradweg Ost, ist sogar gekennzeichnet mit SHO. Und auf dem stehe ich ja bekanntlich gerade. Naja, ich weiß es hier nicht. Und es windet schon wieder und Graupelschauer hat es. Okay, jetzt tue ich mal eine andere Karte rein und dann gucken wir mal, wie die aussieht beim Fahren. Und zwar dieses Kettenöl. Ein Kettenöl Plus ist dann ja auch wieder mit diesem, Fahrradwegen. So, jetzt machen wir Kettenöl und gehen wieder zurück. So, und so sieht Kettenöl aus und jetzt gucken wir mal, wie Kettenöl beim Fahren aussieht. Ja, für mich sieht es außer die Farben eigentlich gleich aus. Also, liebe Freunde von Naviki, wenn ihr solche Updates macht, dann wäre es auch schön, man hätte irgendeine Info kriegen, wo der Sinn ist. Ein klein bisschen Erklärung, ja kein Fehler, oder? Also ich hoffe mal, ihr seht es und werdet da irgendwas machen. Weil so macht es für mich keinen Sinn. Bisher ist es für mich nur schlechter geworden. Muss ich euch ehrlich sagen. Und vor allem fand ich es ein bisschen unverschämt, einfach sowas zu machen, ohne vorher zu informieren. So ein Batsch da ist, würde ich jetzt gerade eine Europa-Tour machen. Wären all meine Karten weg. Das ist nicht so toll, finde ich. Okay, aber wir probieren weiter. Ja, also jetzt mal ehrlich, ich habe drei verschiedene Kartenstile oder mit diesen Plus oder was es ist, fünf oder sechs. Und außer dass man auf die einen die Radwege sieht, auf die anderen nicht, sehe ich keinen Unterschied. Sehe keinen Sinn drin, ehrlich. Leute, wenn es irgendjemand weiß, wo der Sinn ist, schreibt es mir bitte. Vielleicht begreife ich ihn dann auch. Ja, ihr seht ja, ich bin nicht so der hellste gerade. Was immer noch sehr gut ist, ist die Ausrichtung in Fahrtrichtung. Das passt sehr gut, muss ich sagen.
Da war ich früher schon begeistert. Deshalb andere nicht so gut drauf gehabt. Wie es inzwischen bei den anderen ist, weiß ich nicht. Sollte vielleicht mal schauen. Ha? Was mir auch noch aufgefallen ist, früher hat es die Route eigentlich gleich während dem Fahren eingezeichnet. Was jetzt nicht so der Fall ist. Jetzt ist sie eigentlich nicht da. Erst nachher, wenn man speichert oder so. Aber im Moment sehe ich überhaupt nicht, wo ich lang gefahren bin. Hat man früher immer super gesehen. Funktion ist weg. Also, ja, was soll ich sagen? Bin nicht unbedingt glücklich damit, ehrlich gesagt. Aber vielleicht kommt es ja noch. Ja, und für mich geht es jetzt hier im Schnee treiben weiter nach Freudenstadt. Also hinführen tut es mich auf alle Fälle Richtung Freudenstadt. Ich sehe jetzt gerade hier eine Neuerung auf der Karte hier. Da sind jetzt auch Häuser abgebildet. Das war früher nicht. Das finde ich ganz okay. Und Wetter finde ich natürlich auch ganz okay. Passt doch. Passt doch zu meiner Laune gerade. Jetzt also Freudenstadt ganz klar zu erkennen auf der Karte. Ja, nicht, dass es Freudenstadt ist, aber die Stadt. Okay. Ich fahre jetzt hier gerade mitten durch Freudenstadt und so die Darstellung mit den Häusern finde ich nicht ganz schlecht. Das ist ganz okay. Ja. Mal sehen, ob das der Rest wieder aufwiegt. Ja, ich fahre jetzt zurück über Lauterbad Dieterschweiler. Ich werde die Kamera jetzt noch auslassen. Ich für meinen Teil habe eigentlich genug gesehen jetzt von Naviki. So arg begeistert bin ich nicht, habt ihr ja mitgekriegt. Ich weiß nicht, was das soll, das ganze Update. Für mich ist es eigentlich schlechter geworden, weil ich jetzt die ganzen Kartenabschnitte runterladen muss. Vorher habe ich gesagt, ich will Deutschland, ich will Österreich, ich will Schweiz. Und es hat es runtergeladen. Jetzt muss ich jedes Quadrat extra runterladen. Finde ich nicht so berauschend. Aber es wird schon irgendeinen Sinn haben. Und wenn er mir den erklärt, vielleicht verstehe ich es dann auch. In diesem Sinne, macht's gut, ich fahre jetzt heim, gehe duschen. Dann wieder ein bisschen schaffen, muss ja auch Geld verdienen. Nicht nur blöd durch die Gegend fahren hier. Okay, bis dann und tschüss.